Mein Name ist Katja Schumann. Schumann. Katja. Mein Name ist Katja Schumann. Ich bin 10.12.1975 in der Deutschen Demokratischen Republik geboren, im Schauspiel. Weil ich nie so richtig weiß, wer ich wirklich bin und auf der Bühne oder wenn ich eine Rolle schlüpfe, dann habe ich das Gefühl, dass ich dem, was ich sein will oder bin, näher komme. Ja, es ist, auf der Bühne sein ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Oder also in eine Rolle schlüpfen ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Rolle oder eine Bühne. Oder also eine Rolle, in eine Rolle zu schlüpfen. Ich spiele Klavier seit 3 Jahren, habe Ukulele angefangen, das ganz lustig ist. Was noch? Keine Ahnung, was man dann erzählt über sich. About me. Ich liebe Scheinwerferlicht, ich liebe aber auch die Natur. Ich habe einen Hund, muss dann jeden Tag mit dem Hund raus. Das ist ganz schön. Ich liebe die Literatur. Ich liebe Shakespeare, ich liebe Brecht, aber auch Komödien. Ja, und es ist halt immer irgendwie immer ein Schmerz da, der besser wird, wenn ich eine Rolle spiele. Dann tut das Herz nicht so weh. Ich mag den Winter, weil es dann etwas kühler ist, alles innen drin. Nochmal, du sollst schreiben, haste man im Mark und nicht haste man in Mark. Kapierst nicht den Unterschied, wenn du schreibst, haste man in Mark, wegen alle beschwul. Was wir hier machen, ja, wir machen Retro-Wochen. Haste man im Mark. Ja, ich kann verschiedene Dialekte auch. Ich kann Berlinern ganz gut. Oh, ich bin nämlich in der Nähe von Berlin aufgewachsen, in Cottbus. Ich kann auch sächseln, kann ich auch sehr gut, kein Problem. Meine 4 Jahre in Wien haben mir zu einem bisschen wienerisch verholfen. Das kann ich leider nicht so gut, aber ein bisschen. Für eine kleine Nebenrolle wird es lang. Ja, und oben hier im Norden, das geht auch ganz gut hier. Nicht lang snacken, Kuppelnacken. Ne? Mut ist, mit Badehose ins Theater zu gehen. Übermut ist, sie an der Garderobe abzugeben. Schlagfertigkeit ist, wenn man was antworten kann, wenn die Garderobiere fragt, den Knirps auch?